Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer, EADGHE. Mit dieser Eselsbrücke können sich Gitarrenschüler merken, wie ihre 6 Saiten heißen. Später geht das dann in Fleisch und Blut über und echte Gitarrenvirtuosen treffen sich jetzt wieder bei den Nürtinger Gitarrenfestspielen. Es gibt 15 Konzerte von Bach bis Flamenco, Meisterkurse und einen Wettbewerb für Nachwuchstalente. Ja, und über allem, so Katja Schaller zum Schluss, wacht als künstlerische Leitung ein schwäbisch-chilenisches Gitarrenduo. Katrin Klingeberg und Sebastian Montes beim Soundcheck für das Eröffnungskonzert in der Festhalle. Die beiden sind Ansprechpartner für alle, spielen aber auch selbst beim Festival. Am liebsten im schönsten Veranstaltungsort, der Nürtinger Kreuzkirche. Seit über 10 Jahren sind sie ein Paar, musikalisch wie privat. Er stammt aus Chile und bringt die lateinamerikanische Note in die Festivalplanung. Sie den Heimvorteil. Dadurch, dass ich aus Reutlingen komme und schon ganz früh begonnen habe, Gitarre zu spielen, kenne ich die Festspiele jetzt schon seit über 20 Jahren. Damals bin ich noch mit meinen Eltern zu den Konzerten hierher gekommen und es ist einfach großartig, innerhalb einer Woche wirklich die allergrößten der Gitarrenszene zu hören und aber auch ganz nah zu erleben. Die Stars wie der Schotte David Russell, der auch diesmal auftreten wird, sind meist die ganze Woche da. Sie geben Meisterkurse und die sind öffentlich. Um auch Nichtmusiker für die Gitarre zu begeistern, haben die beiden ein Familienkonzert und anderes im Programm. Das Nürtinger Publikum darf beim Finale des Wettbewerbs am Donnerstag mit abstimmen und ihren Favorit wählen, der dann im nächsten Festival auftreten wird. Neu auch das Mitternachtskonzert. Nosferatu, vertont von einem Ensemble der Musikhochschule Trossingen. Bei der Generalprobe fürs Eröffnungskonzert. Der Stuttgarter Gitarrist Tilman Reinbeck und das Nürtinger Kammerorchester spielen Beatles in einer etwas ungewöhnlichen Bearbeitung. Auch das eine neue Note bei den Nürtinger Festspielen.